Hallo Leute, Takeo hier. Nächste Woche, um genau zu sein, am 18. Oktober beginnt in Guild Wars 2 das alljährliche, schön schaurige Halloween-Event. Für alle, die noch nie an dem Halloween-Event teilgenommen haben oder sich einfach nur mal mental in Erinnerung rufen wollen, was alles auf uns wartet, habe ich hier mal einen kleinen Vorbereitungsguide. Bedenkt allerdings, dass sich das Ganze auch noch ändern könnte, aber höchstwahrscheinlich wird es das gleiche Event wie schon in den letzten 3 Jahren. Zu den großen festlichen Anlässen wird Löwenstein ja immer schön dekoriert. Das ist auch zu Halloween keine Ausnahme, deswegen können wir uns auf ein schönes, atmosphärisches Löwenstein freuen. Überall in Tyria werden Türen auftauchen, die entweder Halloween-Gegner spawnen oder euch direkt in das Reich des verrückten Königs bringen, wo ihr weitere Attraktionen finden könnt. Wie zum Beispiel den Uhrturm des verrückten Königs, ein schön schwieriges Jumping-Puzzle für alle, die eine kleine Herausforderung haben möchten. Ebenfalls in Tyria verstreut werdet ihr ein Candycorn-Vorkommen finden. Diese können mit der Spitzhacke abgefarmt werden und als Währung für zum Beispiel günstige 20 Platztaschen oder eine Mini-Gwynnefried ausgegeben werden. Dieses Jahr gehörst du mir. Wahrscheinlich müssen wir auch für die festlichen Erfolge wieder einige Kürbisse schnitzen, deswegen schaut euch nach den Kürbissen um und hackt in sie rein. Im vergangenen Jahr konnte man mit seiner Gruppe die Halloween-Dungeon abfarmen, um so an wichtige und teure Items und Skins zu kommen. Eventuell wird es auch dieses Jahr der Fall sein, wenn mir etwas zu Ohren kommt, werde ich natürlich darüber twittern. Und sollte es sehr, sehr wichtig sein, wie zum Beispiel das Farmen mit dem Maisbalsam, werde ich natürlich auch wieder ein Video darüber machen. In den Süßes- oder Saures-Taschen findet ihr viele nette Gegenstände, die zur Halloween-Zeit gedroppt werden. Wahrscheinlich werdet ihr viel Candycorn daraus bekommen, könnt aber mit Glück die ein oder anderen seltenen Skins ergattern oder andere Gegenstände, die ihr sicher in irgendeiner Form nutzen könnt. Kommen wir jetzt noch zu ein paar Tipps, die ihr unbedingt wissen solltet. Im Labyrinth des verrückten Königs könnt ihr hervorragend eure Charaktere leveln. Dort werden viele Spieler unterwegs sein und ihr könnt gemeinsam als große Gruppe gegen die schaurigen Diener des verrückten Königs kämpfen. Das ist vor allem deswegen praktisch, da ihr dort auf Level 80 hochgestuft werdet und sehr, sehr viele Events abarbeiten könnt. Zudem werdet ihr dieses Jahr dort auch laut ArenaNet eure Zentral-Tyria-Beherrschung leveln können und euch auch die ein oder anderen Geisterscherben durch die Level-Ups verdienen. Einhergehend ist auch die große Menge an Karma, die ihr beim Spielen im Labyrinth bekommen könnt und natürlich auch Unmengen an Süßes- oder Saures-Taschen, die ihr direkt verkaufen oder öffnen könnt. Dafür empfiehlt es sich am effektivsten mit einem Lootstick Guardian herumzulaufen, um diese Taschen zu farmen. Falls ihr jetzt nicht wisst, was ein Lootstick Guardian ist und wie man ihn effektiv nutzen kann, dann ist hier nochmal ein kurzer kleiner Guide dazu. Habt ihr einen Wächter oder effektiver noch Drachenjäger für den Gruppenschild und Fallen, dann könnt ihr euren Lootstick, also den Stab, als Waffe ausrüsten. Um das Looten im Labyrinth einigermaßen schnell voranzutreiben, empfiehlt es sich, alles an Ausrüstung mit Berserker-Werten, also Kraft, Präzision und Wildheit zu haben. Im Stab habt ihr dann ein überlegenes Sigil des Feuers, welches zusätzlich zu eurem breit gefächerten Auto-Attack Explosionen verursacht, die noch mehr Gegner treffen, und ein überlegenes Sigil der Geschwindigkeit, welches euch nach jedem besiegten Gegner 20 Sekunden lang Eile verleiht. Dadurch habt ihr dann im Labyrinth, wenn alles funktioniert, durchgehend Eile. Aktiviert jetzt noch die Action Cam und dann müsst ihr im Labyrinth nur noch Linksklick gedrückt halten, um alle Gegner zu treffen und euch den Loot zu sichern, den sie droppen. Natürlich geht das Ganze am angenehmsten, wenn ihr das Auto-Looten bereits freigeschalten habt, aber selbst wenn nicht, wird das Ganze recht witzig und hey, ihr könnt ja die Beherrschung immer noch in Zentral-Tyria einfach dort leveln. Und solltet ihr keinen Wächter haben, könnt ihr den ebenfalls im Labyrinth hochleveln, denn wie gesagt, ihr werdet ja hochgestuft. Achtet hier jetzt auch am besten darauf, dass euer Charakter mit großen Taschen ausgestattet ist, damit das Inventar nicht so schnell voll ist. Das wäre es im Prinzip auch schon gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute, macht's gut. Ciao.